In München findet heute eine große Demo statt gegen diese ganze Corona-Intransparenz, sage ich mal zusammenfassend. Wir haben viel Klärungsbedarf. Nach langem Hin und Her scheint mir diese Demo jetzt endlich genehmigt worden zu sein. Es wäre ja auch nichts schlimmer gewesen, als wenn jetzt trotz Demoverbot plötzlich 1 Million Leute in München spazieren geht und irgendwie Schnitzeljagd spielt oder irgendwas anderes Nettes dort macht. Vielleicht auch noch unerlaubt demonstrieren. Ja, warum musste es so weit kommen? Warum fragt sich das keiner? Warum gibt es Leute, die jetzt quasi glauben, die Herrschaften da oben vertreten nur noch ihre eigenen Interessen? Wir müssen lauter werden. Wir müssen deutlicher werden. Wir müssen mal ein paar Ansagen machen, dass wir unsere Rechte in Anspruch nehmen wollen, die wir als Menschen hier haben in diesem Land. Noch. Weil diese Art und Weise zu regieren ist einfach nicht demokratisch. Wenn ich mir als Beispiel den Herrn Geisel hier in Berlin nehme, ja, falsche Teilnehmerzahlen, Inszenierung eines Sturms im Wasserglas, falsche Berichterstattung und so weiter. Das sind keine Märchen, das sind Tatsachen. Ich habe damit erlebt, ich war ja vor Ort, ich habe ja gesehen, was da los ist. Ich kann es bezeugen und alle Leute, die da waren und es bezeugen können, was da los war, wissen, was dort los war. Ja, völlig unabhängig davon, was die Märchenblätter hier in Deutschland schreiben. Und Demokratie setzt aus meiner Sicht erstmal Wahrheit voraus. Und Politiker, die lügen, brauchen wir nicht. So, wer gehört denn alles dazu, zu diesen Lügnern? Leider inzwischen ziemlich viele. Es gab jetzt eine Sitzung im Bundestag mit einem oder mehreren Anträgen, diese epidemische Lage mal zu überprüfen. Und es ist mir völlig unklar, wie bei den vorliegenden Zahlen so etwas dann fortgesetzt werden kann. Das ist eine Interessenvertretung, die nur ihre eigenen Interessen wahrnimmt. Die Interessen der Bevölkerung sehen anders aus. Wir brauchen diese epidemische Lage nicht mehr. Wir brauchen auch die Masken nicht mehr. Wir wollen die echten Zahlen. Wir wollen echte Diskussionen. Zum Beispiel der Schweizer Verantwortliche für die Corona-Wissenschaft, der Professor Tenner, hat jetzt gerade ein umfangreiches Interview mit einem kritischen Journalisten gegeben. Warum haben wir sowas nicht hier ständig und jeden Tag in Deutschland? In Anbetracht der großen Schäden, die die Corona-Maßnahmen anrichten, ist doch deutlich mehr Transparenz erforderlich. Also diese ganzen seltsamen Verblödungssendungen, die da im Öffentlich-Rechtlichen den ganzen Tag lang laufen, die kann man ja vielleicht mal ein bisschen entlasten dadurch, dass man zwischendurch mal wirklich sinnvolle Diskussionen führt, ne? Wohin unsere Gesellschaft jetzt geführt werden soll. Was das denn jetzt werden soll? Wann denn jetzt endlich Schluss ist mit diesem Blödsinn? Wann wir denn jetzt endlich wieder ungestraft Freiheit und Frieden rufen dürfen, ohne als Verschwörungstheoretiker bezeichnet zu werden? Wir haben es satt. Die Bevölkerung hat es satt, diesen Mist sich anhören zu müssen. Es ist einfach Quatsch. Ja. So, es mag es ein paar Leute geben, die noch hinterm Berg irgendwie wohnen, arbeiten, leben und tatsächlich glauben, dass sie sich umfassend informieren, wenn sie neben der Süddeutschen die Zeit lesen und abends ARD gucken. Ist nicht mehr so. Das ist sozusagen ein Blockmassenmedium, was den gleichen Scheiß schreibt. Und da brauchen sie nicht mehr reingucken. Und wenn, jedenfalls nicht nur. Also das ist genau das Ding. Das, was in diesen Medien dann auch kolportiert wird, ist, gucken Sie nicht bei YouTube rein. Da wird ja sowieso nur gehatet und Fake News verbreitet. Und aber könnte es nicht vielleicht auch genau andersherum sein? Puh, jetzt wird es heiß, wa? Naja, aber deswegen bin ich ja hier,
um meine Meinung zu sagen, weil zum Beispiel meine Kommentarfunktion schnell mal gesperrt ist bei so einer von diesen Zeitungen im Internet, wenn ich tatsächlich dort mal einen Kommentar eingebe. Überhaupt diese Kommentarfunktionen von all diesen öffentlich-rechtlichen Medien sind entweder nur ganz kurz offen oder gar nicht oder gefiltert nach verschiedenen Leuten. Das ist alles nicht demokratisch. Da wird also quasi so getan, als ob es da böse Leute gäbe. Und wissen Sie, wen Sie da meinen? Mich. Ich bin da böse. Ich stelle eine kritische Frage. Nein, ich bin nicht böse. Ich bin Bürger dieses Landes. Ich möchte, dass diese Herrschaften aufhören zu lügen. Aufhören zu lügen. Ja, und solange sie das nicht tun, werden wir weiter kritische Fragen stellen, auf die Straße gehen für unsere Rechte und wir lassen uns nicht mehr beschimpfen. Mit gar nichts. Und natürlich werden wir auch nicht diese Herrschaften beschimpfen, die uns bisher beschimpft haben. Warum sollten wir denn das tun? Wir möchten sie ja überzeugen. Also, guckt euch die Fakten an, Leute. Und beendet diese epidemische Lage. Und ich hoffe, diese Demo heute in München wird riesengroß. Und dann machen wir mal einen Punkt hinter die Sache. Und leben wieder. Tschüss.